Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalzer. Wieder mit dabei ist der Sarah. Hallo. So, wir hatten ja in der letzten Folge angefangen, die Energieversorgung schon mal ein bisschen zu machen für die neue Automatisierung der Magical Co-ops. Und da wollte ich über Tesseracte machen, ist mir eingefallen, gibt auch noch die Ender Tanks. Und naja, die sind um einiges billiger, finde ich. Und da wollte ich jetzt schon mal zwei Ender Tanks machen. Wir brauchen dann noch Obsidian, Enderperle, Blazewatts und Wolle. Blazewatts haben wir noch gerade genug. Wolle hatten wir jetzt. Ne, das war Marble. Ah, okay, wir haben noch Sphinx. Muss ich mich auch mal darum kümmern, dass wir ein paar Schafe bekommen, damit ich ein bisschen mehr Wolle habe. So. Obsidian. Enderperle, Wolle und die Blase rot. So, ich nehme jetzt mal ein bisschen Lapis raus, weil ich das Ganze noch gerne kodieren möchte auf blau, 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 blau. Gut. Dann einmal abgebaut. Einmal. Boah, ich habe bei mir zum Beispiel mal diese eine Kackfliege, die auf der er geht. Jetzt baue ich die in der Turbic Palm, mache mir den Dynamo. Und Energy Conduit könnte ich noch ein bisschen gebrauchen. Die wurden die nochmal gemacht, das war Iron und ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir nochmal 6 Stück davon. Na, jetzt sagt er 6. Einmal da oben. Ab in den Alloys-Melder. Und wir brauchen noch Fluid-Conduits. Da brauchen wir Quite Clear Glass, okay. Sand haben wir ja noch unten. So, ein bisschen warten. Jetzt weiß ich gerade nicht, hat die Ender Thermic Pump Partien eingebaut in Jungle oder? Ja, hat sie. Okay. War ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, wie ich das damals gemacht hatte. Na komm schon, ein bisschen schneller wäre nicht schlecht. Hier habe ich überall alles raus. Ja komm, dann reichen jetzt erstmal die 3 Stück und dann schmeiße ich schon mal den Sand nach. Dann brauchen wir Conduitbinder. Ach, neue Energy Conduits. So. Ach, jetzt ist er noch ganz durchgelaufen. Geht das so schneller? Nö. Aber wir können schon mal ein Fluid-Conduit machen. Einmal so und so. 8 Stück. Dann legen wir es mal kurz schlafen, würde ich sagen. Und dann geht es ab in Le Nether. Habe ich nee, ich glaube, ich nehme vorsichtig mal einen Eimer mit. Weil ich meine, das war damals immer so ein kleines Problemchen damit.
Ja, wo habe ich jetzt die Eimer angetan? Aber ich mache jetzt einfach einen neuen. Am Eisen soll es jetzt erstmal nicht mangeln. So. Das Ganze muss ich auch noch ein bisschen schöner machen, das gefällt mir auch noch nicht. Dann jetzt einmal hier an der altbekannten Stelle runter. So, dann hier entlang. Und dann sind wir jetzt hier angekommen. Gut, wir brauchen einmal den hier, den da ran. Und dann hier einmal Extract without the Signal und einmal Insert. So, jetzt sollen wir einmal in Lava einmal reinschütten sollten. Sollte es auch schon direkt arbeiten, jawohl. Dann einmal noch hier ran und wir sind ready. Ja, ist auch schon sehr schön vollgelaufen. Nur noch nach oben. Entweder bin ich jetzt an. Ja, ich bin total verblödet. Und dann wartet hier wieder auf Jupp. So, damit sollte dann auch schon die erste Energieversorgung da sein. Okay, was heißt die erste richtige? Jetzt brauchen wir halt zu Hause nur nochmal eine Matic Dynamo. Gut, dann wieder raus aus dem Nether. Und ja, willkommen in der Pampa. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Wir sollten dann jeden Moment ankommen. Futtern wir noch mal ein bisschen Steak mit Fritten. Nom 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 nom. Raus aus meinem Gemüsebeet. So, was haben wir hier? Zur Hütte bekommen. Und dann einmal hier langsam die Energieversorgung aufbauen. Lava kommt. Okay. Dann bräuchten wir noch eine Magmatic Dynamo. Brauchen wir noch ein bisschen Inva, 3 Stück. Das Ganze sollte jetzt aber auch schneller gehen, wo wir den Induction Smelter haben. Sehr schön. So. Jetzt bin ich gerade am überlegen, das war einmal so mit Silber. Und die Invagier waren das, genau.
und so und so. So, 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 so. So. Magmatic Dynamo. Sehr schön. In der Zeit können wir noch so ein bisschen von dem Conductive Iron machen. Extract without a signal. Ja, kommt schon langsam an. Machen wir das dann auch hier hoch, die Energieleitung. Und lassen dann auch eine Leitung hier entlang laufen. Nee, nicht da. Ja, da so, ja. Brauchen wir noch für hier. Wir können dann derzeit ja auch nochmal hier die Dias abernten. Ui, ein Samen hat sich verdoppelt. Gut. Packen wir das mal weg. Und wir brauchen dann noch weiterhin das Conductive Iron für mehr Energy Conduits. Holen wir uns noch eins ab. Machen wir die letzte Fuhre und dann war es auch schon mit dieser Folge. Sehr schön. Noch einmal so und so. Und voilà. Würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in den Kommentaren. Schaut doch mal bei Sigurin vorbei, der würde sich auch über ein Abo und ein Like freuen. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Mods. Bis dahin, tschö. Ciao.